Servus, Salve und Hallo. Was bin ich froh, dass dieser Tag heute, dieser Mittwoch rum ist. Wir haben den 17. November, es ist 17.40 Uhr. Der DAX schließt mit einem Mini-Plus und das war ja so mittlerweile fast das Langweiligste überhaupt. Wenn man so einen langweiligen Markt hat und schlechtes Wetter und Erkältung, ist das die absolute Höchststrafe. Also, ich wäre lieber rausgegangen, das ging nicht wegen der Nase. Mich hat keiner verstanden, ich hoffe, ihr versteht mich jetzt. Aber das hier zu sitzen, das ist echt langweilig. Da bin ich heilfroh, dass es doch ein paar mehr Aktien gibt, wo man es machen kann. Sei das jetzt Lufthansa oder auch mal über den Teich geschaut, Activision Blizzard oder PayPal oder so, wo irgendwas los ist. Aber hier zu sitzen, dafür 30 Punkte hoch und runter, wir hatten heute eine 60-Punkte-Range, das ist echt, das ist ätzend. Also das macht keinen Spaß. Wie auch immer, vor euch liegt der DAX, ja, und es ist grundsätzlich alles in Ordnung. Ja. Die Bänder sind beide nach oben gerichtet, das ist fein. Wir haben hier eine gute Unterstützung, die ist etwas über 16.000, bei 16.020. Die ist wichtig. Wir haben, das ist auffallend, 14 Tage hintereinander, ich mache es mal ein bisschen größer, 14 Tage hintereinander nur weiße Kerzen. Ja, abgesehen von zwei Dojis, heute haben wir auch so einen ganz, ganz kleinen Umbrella-Doji, aber also Inverted Umbrella-Doji, aber das ist für mich noch zu wenig hier. Dieser Shooting-Star wurde rausgenommen, aber auch wie der sich da abgemüht hat um die 16.000, meine Güte, das ist, es ist ja schön, wenn er steigt, ich gönne es ihm ja, ist alles gut, aber das ist so langweilig, hier ist null Euphorie, null, wir machen T-Shirts, kein Champagner, klopfen auf, Dings machen da, nichts dergleichen, ne? Also, ich finde es lahm. Wie auch immer, Bänder positiv, gleitende Durchschnitte positiv. Aufpassen hier mit der 20-Tage-Linie. Die steigt jetzt pro Tag 34 Punkte. Wenn das System hier richtig rechnet, sind wir heute bei 15.912 und sind demzufolge morgen so ganz grob bei 15.950. Ja, das ist steil. Das ist sehr steil. Wir sind völlig in Ordnung noch über das MACD. Das weiß man dann auch nicht so richtig, was zu machen. Ja. Es gibt hier keine Verkaufssignale, weder über moderne noch traditionelle Sichtweise. Wir sind ganz klar überkauft über den Oszillator, aber nochmals, das muss er sein und das kann auch eine ganze Zeit lang bleiben, weil wir sind ja auch am All-Time-High. Also der muss so hoch sein. Da möchte ich genau warten. Das hatten wir vorletzte Woche mal besprochen hier, dieses Fail-Signal hier kurz mal drunter, aber dann ist er sofort, hat er sich wieder reingerettet. Also wenn ich mir den so anschaue, auf Tagessicht, der hat immer noch Platz. Es gibt über die FIBO-Extensions oder auch über die LDOT-Wellen gibt es verschiedene Punkte, zum Beispiel so eine 16.350, eine 16.415, da habe ich also verschiedene gehört und gesehen. Aber ich habe zumindest kein Verkaufssignal, man muss sich da glaube ich nicht beeilen. Und wenn wir jetzt mal auf die 4 Stunden gehen, es ist so, dass, ich mache das ein bisschen so, langweilige Seitwärtsphase, und das war es ja heute den ganzen Tag auch, das war ja grauenvoll. Wir sind hier absolut in Ordnung. Da gibt es jetzt einen ersten Widerstand mal so etwas über der 16.300. Wir sind neutral, ohne Signal über das MACD und auch der 4-Stunden-Oszillator bringt mich hier kein Stück weiter. Dennoch bleibt hier diese Unterstützung von 16.000 und 16.020, die bleibt schon wichtig. Die muss man im Auge behalten. Wenn ich mal auf die Stundenbasis gehe, hat er sich durch die Seitwärtsphase ein bisschen abgebaut über den Oszillator, ja, und ist jetzt hier im neutralen Bereich. Das ist ein kann sein, muss nicht. Wir haben ein leichtes Verkaufssignal über das MACD. Von daher vermute ich, dass der nochmal hier irgendwo so ein bisschen so runter geht. Hier vielleicht nochmal auf die 16.250. Ja, das ist ja nun echt nicht viel. Das sind ja nicht 16.250, 16.240. Das ist echt nicht viel, ja, aber der, ja, weiß nicht, irgendwie fehlt ihm hier der Antrieb. Ich weiß auch nicht, was der Antrieb sein könnte. Ich glaube nicht, dass der Verfallstermin am Freitag hier einen nennenswerten Einfluss hat. Ja, im Dezember, da ist es glaube ich der 16. Dezember, das wird ein Hammertag, da bin ich mir ganz sicher, ja, weil das wird ein richtig großer Tag. Aber jetzt hier der Verfalltermin, ich würde mich da nicht verrückt machen lassen, wenn da irgendwelche Open Interests größer sind als sonst. Also glaube ich nicht, dass allzu viel passiert. So, ich gehe mal zurück auf den Tag, nur dass ihr jetzt versteht, warum ich da jetzt die Scheine mache. Hier ist wieder der Tag, ich mache es ein bisschen größer. Wenn ich der Meinung bin, und momentan muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Meinung zum DAX. Ja, also der kann hier noch ein bisschen nochmal 150 Punkte hochsteigen, alles fein, aber ich fasse den hier nicht mehr an. Muss ich den trotzdem setzen unter die 20-Tage-Linie. Wie gesagt, die geht 34 Punkte pro Tag hoch. Ich habe mich für den Schein entschieden mit der Kennnummer GX38FX. Und zwar ist der unterhalb der 20-Tage-Linie, die Basis oder der Strike ist bei 15.814. Der liegt also dann hier ungefähr, da. Den muss ich aber stoppen, wenn die 20-Tage-Linie nicht hält. Aber nochmal, morgen ist die ganz grob so bei 15.950,
ganz grob, wenn ich mich nicht verrechne. Diese Linie bleibt für mich auch wichtig. Wenn die gebrochen sein sollte, haben wir hier so ein Mini-Mini-Zwischentief. Das wäre nicht schön, aber dann kommt halt gleich die 20-Tage-Linie zu als Unterstützung. Also dieser Bereich hier ist schon durchaus markant. Wenn ich einen Put suchen will, gehe ich ein bisschen weiter weg. Weil es kann ja tatsächlich sein, dass da jetzt echt nochmal so ein kleiner Short-Squeeze reinkommt. Ich glaube es nicht, aber mein Gott, ich muss doch nicht immer recht haben. Habe ich sowieso nicht, aber das glaube ich nicht, deswegen gehe ich weiter weg. Ich suche mir einen Put. 16.966 habe ich den hier, das ist momentan ein Hebel von 23. Der ist also schon weit weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit diesem Anlauf auch gleich bis zu 17.000 gehen, die gibt es, aber ich halte sie für sehr gering. Die Kennnummer von diesem Schein ist die GH1ZN8. GH1ZN8, wie gesagt, ein 16.966er. Was ich da machen werde, ich lasse das jetzt hier nochmal ein, zwei Tage laufen. Ja, morgen Donnerstag, vielleicht nochmal am Freitag. Aber ich werde auf jeden Fall die ersten 10% und nicht mehr davon kaufen. Ich habe das beim Nasdaq auch gemacht, ich muss da reinriechen. Also mit mini, mini Schnüffelstücken. Einfach nur, um das ein bisschen zu fühlen. Und im Moment fühlt es sich so an, als ob der noch ein bisschen weiter hoch will. Deswegen kann ich damit warten. Ich wünsche euch ein happy trading und fette Beute. Bye, bye.